Hallo, ich stehe hier. Es hat sich zwar ein bisschen was geändert seit dem letzten Mal. Wer aufgepasst hat, weiß das. Und das Gute ist, meine Bildqualität ist so schlecht, dass man jetzt nicht sieht, dass ich gerade ein bisschen augentechnisch entzündet drauf bin. Ein großer Spaß, wenn man aufwacht und plötzlich eine Entzündung hat irgendwie oder nach dem Duschen oder was auch immer passiert ist. Egal, nee, man kann es ein bisschen erahnen, aber nicht wirklich. Egal, ich stehe hier und werde wieder konsumieren. Konsum, yes, Konsum muss sein. Und zwar jetzt heute erstmal, was ist erstmal? Für heute das hier. Mir fällt übrigens auf, dass hier der Farbton, warum bin ich so außer Atem? Ich weiß nicht, der Farbton gerne mal schwankt, wenn ich was in die Kamera halte. Siehst du, es wird rötlich, gelblich, weniger gelb, gelblicher. Egal, also hier Lion Coconut. Also offensichtlich Lion mit Kokosnuss. Es scheint keine limitierte Edition zu sein, zumindest steht es nicht drauf. Keine Ahnung, ich habe es zufällig gesehen und mir gedacht, ach, was soll's, das nehmen wir mit. Das ist also eine gefüllte Waffel mit Karamell und Kokosraspeln und Weizenzerealien, überzogen mit weißer Fettglasur. Also sicher süß. Aber hoffentlich auch gut. So, was habe ich hier noch kurz? Wichtig, Kalorien. Kalorien sind nie und 502 für 100 Gramm. Dieser Beutel sind 150 Gramm, das heißt, ein Drittel sind 30. Ich werde jetzt einen Riegel essen wahrscheinlich. Oder vielleicht auch zwei. Schauen wir mal, wie sehr ich mich jetzt motivieren kann. Also, wie man sieht, dieses gibt es im Fünferpack. Kosten waren, glaube ich, okay. Hab's vergessen. Ja, wollen wir mal einen rausnehmen, oder? Hier sieht man also, so sieht das aus. Lion, Coconut, ein Löwe, weiße Schokolade, Füllung. Auch natürlich, Lein ist ein bisschen gefährlich, aber das werde ich jetzt schaffen, hoffe ich. Wir sind aus dem Kühlschrank, weil jetzt Sommer ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee, aber ich werde es jetzt einfach todesmutig wagen. So, sieht so aus, wie man sieht. Schön weiß. Riecht auch fast schon, also ich bilde mir ein, es riecht ein bisschen nach Kokos. So, wie gesagt, Frontzähne würde ich machen, wenn ich mich trauen täte, aber ich hätte gerne meine Kronen noch länger ohne wieder Zahnarztbesuch. Also muss ich irgendwie seitlich beißen, das ist ein bisschen schwieriger, aber krieg mal hin. Also hätte ich vielleicht ein bisschen früher aus dem Kühlschrank nehmen sollen. Naja. Naja. Ja, schmeckt nach Kokos. Kann man wirklich so sagen? Das schmeckt nach Kokos. Und abbricht ist natürlich besser. Ich würde sogar sagen, der Kokosgeschmack ist dominant. Finde ich aber auch gar nicht schlecht. Also die Karamell schmeckt mal raus. Die weiße Schokolade dominiert nicht sehr. Also es ist süß, aber nicht übersüß, wie man denken könnte, wenn weiße Schokolade involviert ist. Lein an sich ist ja normalerweise gut. Da muss man ein bisschen aufpassen wegen Karamell und so, aber wie man sieht, sieht ordentlich aus. Fürs nächste Mal merken, solche Sachen vorher aus dem Kühlschrank tun. Für Leute mit gesunden Zähnen ohne Kronen kann man es auch so essen, sicher. Aber wenn man vorsichtig sein will, ist es vielleicht ganz gut, wenn es ein bisschen angewärmt ist. Was ja aktuell bei bis zu 30 Grad Zimmertemperatur, was habe ich gerade? 28,4 sagt mein Thermometer hier.
habe ich natürlich auch die richtige Dienstkleidung dafür an. Was soll's? Da ist das natürlich ein bisschen was anderes. Aber gut. So, wenn man sieht, ja, aber belassen wir es bei einem Riegel. Aber ich kann sagen, ich finde es echt gut. Also Lion an sich mag ich ja echt gern. Und der Kokosgeschmack ist sehr zentral, aber nicht überdominierend. Und hält ganz gut den weißen Schokoladengeschmack im Griff. Und den Karamell schmeckt natürlich auch ein Stück weit. Aber ich würde sagen, ist gut. Kann man essen. Also man mag keinen Kokos, das ist natürlich hinfällig. Aber ich kann sagen, ich bin nochmal hier, ein bisschen schon wie man sieht, angerissen jetzt. Was ist das hier eigentlich? Nutri-Score E. Ach so, das ist ja cool. Also ich nehme an, E in ganz Rot ist eher schlecht, also Kalorienbombe oder sonst irgendwas. Ich habe mich da noch nie dran gekümmert, muss ich zugeben. Aber es ist zumindest mal ehrlich, offenbar. Also ich finde es gut. Mir hat es geschmeckt. Sehr süß natürlich, ein Stück weit, aber es ist ja auch eine Süßigkeit. Ja. Was soll ich noch sagen? Nichts eigentlich, deswegen war das nicht schlecht. Also mir, wie gesagt, ich mochte es. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch ein bisschen was davon gehabt. Was auch immer. Ich weiß es nicht. Schau bald mal. Tschüss.